Hallo und herzlich willkommen zur 104. Episode, nicht Ausgabe, lol. Episode natürlich von Pathfinder Kingmaker. Wir haben zuletzt einen Sandhai, Dünenhai oder auch Bulette, so wie ich es aus Eye of the Beholder kenne, besiegt. Ein ziemlich starkes Wesen, aber wir haben es ja gut hinbekommen. Und haben, glaube ich, auch hier alles ausgeräumt, was wir ausräumen konnten. Und haben aber eigentlich nichts mehr gefunden. Ich dachte, dass ich dann noch mehr finde, aber ich glaube, da gibt es nicht mehr. Kann man da... Ah, okay, vielleicht doch noch. Moment. Okay, da geht es weiter. Mal schauen, vielleicht gibt es da noch was. Oh ja, da kann man noch weitergehen. Vielleicht gibt es noch was Verstecktes. Aber ich... Ah, ja, schau. Na gut. Gut, so, aber ich glaube, wir haben alles. Dann können wir nämlich wahrscheinlich zu der einen Schwester wieder zurück. Weil ich wüsste nicht, was wir noch finden müssen für die. Ereignisse, weiß nicht. Ah, Stadt der leeren Auge, was ist das? Kurz schauen. Kurz mich im Tagebuch erkundigen. Wenn uns diese Verdrießungsschwestern nicht sagen, wonach sie die in die Zukunft suchen müssen, wir selbst wissen, wohin die anderen Priestern gegangen sind. Wir müssen ihnen nur folgen. Als das Grab der Vergessenen für uns bereithielt, war eine riesige Enttäuschung. Aber wenigstens hatten nicht nur wir Pech, auch die Schwestern hatten Geld. Also was hier wir im Hügel der Vergessenen fanden, war die Leiche einer gesichtslosen Schwester und ein seltsamer Räucherkessel in Form eines Zyklopenschädels. Könnte dieser Schädel das Gesicht des Relikts sein? Hm. Kalten Pfad, wir haben im Lager des Bandes eine seltsame Frau. Wollte zum Grab der vergessenen Helden. Die Drittschwester müsste in die Stadt der leeren Augen sein. Aber wir waren im Grab der vergessenen Helden. Okay. Da waren wir ja schon. Jetzt hätte man da noch hachen müssen. Wir werden einfach mal zum Stadt der leeren Augen gehen. Vielleicht rasten wir nochmal. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir ganz fit sind. Sicher, sicher. Cycloppies. Oh, great empire, great power, so many lives, now all gone, and all that remains are tombs and graves. Oh, I see the hand of Grotus in this. But here we are, long after they're gone. Life and the struggle for good, this will always return and prevail in the end. Gut, dann speichern wir mal, sicherheitshalber. Bleibt achtsam, die könnten die jederzeit angreifen. Sie greifen kann. Ich nehme an, Zyklopen, oder? Can we make an epic pose? I need inspiration.
Lila. Bevor wir sie ansprechen, checken wir mal kurz das Lager. Ja, genau. Applaus, please. Das sind keine magischen Gegenstände. Kamebeere. War das nicht für irgendeinen Quest? Ich bin mir nicht sicher. Wow. Anything else? Aber immer ein magischer Langbogen. Freund des Adligen plus 1 Elite exklusive Langbogen plus 1 gewährt seinen Träger Defekte des, der Talente Kernschuss und Präzisionsschuss. Kurz mal schauen. I wrote it like I saw it. Gut, aber ich sitze nicht. Hast du die Fähigkeiten? Einfach die Frage ist, hat sie nicht diese Fähigkeiten? That's the question. Ich glaube, ich bleib beim Plus 2 Bogen. Ach, in der ganz nett ist. Werden wir verkaufen. What's the holdup? Applaus, please. Nett. Auf dem Boden sind riesige Fußspuren zu sehen. Wo wurde die wohl, von wem die wohl sein werden? Der uralte Stein zerbröckelt und ist mit Moos bedeckt. Oh, sorry. Ach Gott. Sieben immer wieder. To victory! Yeah! An die. Good, you dead! Training pays off! Don't try with him! Oh, okay, die Karte ist um einiges größer. Die ist riesig. Gut, dann würde ich sagen, klären wir schon vorher ab, was sie, die eine uns sagt. Illa, eine riesige Narbe verläuft über das Gesicht dieser stämmigen, silberhaarigen Frau. Während eine Augenklappe ihr linkes Auge verdeckt, siehst du in ihrem rechten Auge einen silbrigen Glanz. Sie hebt ihre blutige Klinge zum Gruß. Ihr kommt gerade rechtzeitig. Wir sind euch etwas schuldig. Wer seid ihr? Ich bin Hilla, die Zähneknirscherin vom Stamm der Tigerherren.
Das ist meine Kriegerschar. Wir sind hier, Dinge zu kämpfen, wie ihr es seht. Seid ihr eine Asimar? Was? Sehe ich nicht aus wie ein Himmelswesen? Haha, ich bin eine Asimar. Keine Ahnung, welche meiner Urgroßmütter... Was? Was? Keine Ahnung, welche meiner Urgroßmütter was mit einem Himmelswesen hatte, aber in meiner gesamten Familie manifestiert sich sein Blut nur in mir. Ich bin sicher, das war die ganze Zeit der Plan. Es ist bei uns Sitte, unsere Linie mit dem Blut von Orks oder anderen mächtigen Wesen zu stärken, die sich als nützlich erweisen. Meine Geburt wurde als gutes Omen gedeutet, als Beweis für den Segen der Götter. Aber das ist alles Blödsinn, denn der Segen der Götter sollte man sich auf dem Schlachtfeld verdienen. Was macht ihr hier? Was schert es euch? Wir sind hierher gekommen, also haben wir offensichtlich etwas zu tun. Was ist mit euch? Was macht ihr hier? Dugard hat mich geschickt. Was? Warum? Glaubt der Alte etwa, wir schaffen das alleine nicht? Pah! Hilla blickt sich kurz um und wendet sich dann wieder zu dir. Naja, ehrlich gesagt, ihr habt uns tatsächlich geholfen. Da könnt ihr uns doch bei noch etwas helfen. Was sagt ihr? Es ist so, wir sind mit einer der Hexen gekommen, um im Grab irgendetwas zu suchen. Wir haben unser Lager aufgeschlagen und die Schwester ist im Morgengrauen mit einigen meiner Leute zu den Ruinen gegangen. Sie sind nicht zurückgekommen. Stattdessen sind plötzlich diese Zombie-Zyklopen von überall hervorgerochen. Was für ein Spaß, hm? Wir können uns momentan nicht aufteilen, haben diese Dinge gerade erst abgewehrt. Wie wäre es, wenn hier alles auskundschaftet und unsere Leute sucht, herausfindet, ob noch jemand lebt. Ich bezahle in Gold. Abgemacht? Abgemacht. Großartig. Dieser Barbar wurde erst kürzlich getötet. I'm sorry. I've broken a nail. Lol, irgendwie so blöd, Kisten aufzumachen. Does it matter? Onwards. Dieses Tier wurde mit einem einzigen fairen Schlag getötet. Oh. March on. Wow. Money, money, money. Ich will noch kurz probieren, wenn ich hier raste, ob ich dann die Kiste nochmal aufmachen kann. These barbarians make marvelous characters. All we need is some noble savage. Do you ever talk about anything besides your book? Life is so much bigger than art can ever portray. People are so much more complicated than any sketch conveys.
Okay. Es geht leider nicht, schade. Na gut, dann werden wir uns mal weiter die Karte ansehen. It is done. Magischer Helm. Schwertschein eines gefallenen Kriegers. Magische Items nehmen wir immer gerne mit. Und das ist magische Zweihänder-Axt. Eieiei, schauen wir mal. Wenn es so bloß eins ist, ein bisschen Geld ist es auch. Stirnröfte, enorme Intelligenz plus 4. Ja, da habe ich sogar schon ein bisschen. Follow me. And then our leader took the cards from me. Magische Dolche. Gold kommt ins Haus, meine Freunde. Wow, einige magische Sachen hier. Was können die Dolche? Dolch plus 1, Ring plus 1, ja. Was bist du? Wow! Adamantfaltcutter. Man, das ist halt eine exotische Waffe. Und zwar ist geil. Plus 3 und Adamant, die ist auf jeden Fall Gold wert. Und was bist du? Lederrüstung plus 2, eine klassische Lederrüstung plus 2. Was hast du eigentlich nochmal? Beste der 100 Taschen. Auf Trickwürfe. Okay. In dem Stein sind kaum leserliche Buchstaben eingraviert. Alles wird genommen. Nice. Wir brauchen das Gold. Wir sind arm. We will prevail. Oh, nimm mal mit. Wieder eine magische Zweihänder-Axt.
würde sagen, speichern wir, auch wenn es ziemlich leicht dabei war. Sicher, sicher. Die Zone bringt auf jeden Fall Kohle mit diesen ganzen magischen Gegenständen. Wow, magisches Kettenhemd. 12 Färben, die menschlichen Leichen angenagt, nicht aber die Untoten, was für ein Wunder. Jetzt bist du ein Kettenhemd. Nowhere to run! Lost type wasted. Wolfi mal und die macht's alleine. Left yourself exposed. March on. I am prepared to meet my end. Wir sollten mal rasten, würde ich sagen. Wieder Hund umfällt. Sehr gut. I don't like surprises. Anything else? Was bist du? Hutklaue. Ein Langschwert. Ich habe brutales Langschwert, verbessert bloß Rückschlag. Moment mal. Das bedeutet zornig. Jetzt echt eine gute Frage, was besser ist. Von Adamant ist schon sicher schon cool. Ah, genau, so geht das. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, genau, weil da steht da was das Rückschlag bedeutet. Was kann das sein? Okay,
Zornig Waffen dienen als Fokus für die Wut des Trägers. Wenn sich der Träger in einem Kampfrausch befindet oder unter einem schwächen Zauber steht, ist die Verbesserung zur Waffe plus 2 besser als normal. Okay, was sogar plus 4 Waffe, aber er ist ja. Okay, ist leider kein Blutrausch, außer er wird den Zauber kriegen. Diese von auf die Erde gestürzten Feldbrocken abgebaute ultrahartes Metall erhöht die Qualität jeder Waffe oder Rüstung. Adamant ist derart kostbar, dass daraus geschmiedete Waffen stets die Qualität Meisterstück haben. Okay, ich werde jetzt sehen, ob es besser ist. Ja, eigentlich ist die sogar mehr wert. Weil der, wenn ein Rückschlagwaffe einen Gegner trifft, entsteht zwischen dem Träger der Waffe und dem Gegner ein Zerstörer. Diese Energie fügt dem Gegner zusätzliche 2-6 Schadenspunkte und dann. Okay, ja. Die machen einfach viel mehr Schaden mit der Waffe. Auch wenn es mich schmerzt. Ja, schade. Unglaublich. Braucht das Langschwert gar nicht. Ready and willing. To victory! Ich glaube zwar, dass du das Wolken gar nichts macht, aber... Stay behind me. Sind zwar alles tolle Sachen von Kohle her. Aber ich nehme nur magisches mit, damit ich nicht überladen werde. Tränke nehmen wir natürlich mit und so Kleinzeug, was nicht schwer ist. Auch diese arme Seele wurde der Schädel zertrümmert und das Gehirn wurde entfernt. Nett. Plattenpanz, aber nichts magisches. Ein riesiger Stein blockiert den Zugang zu dem Grab. Die uralte steinerne Überfläche ist mit einem verblichenen Inschriften versehen, die unter dem Moos kaum noch zu erkennen sind. Swart Kebsagen. Der Stein geleitet mühelos und leise zur Seite. Es öffnet sich eine Spalte breit genug, um hindurchzuschlüpfen. Bevor du einen einzigen Schritt tun kannst, ertönt eine Stimme aus dem Inneren des Grabes. Halt! Nicht weitergehen! Klemmt etwas in die Tür, sonst schließe ich hinter euch. Du bist nicht gewillt, das Schicksal herauszufordern. Verklemmst du einen großen Stein in die Tür, um die Tür aufzuhalten. Die Inschriften auf der Tür lesen. Es klingt, dir mehrere Sätze der uralten zyklopischen Sprache zu lesen. Während Grausamkeit und Bosheit in blendende Dunkelheit führen, steigen Güte und Barmherzigkeit in eine noch tiefere Dunkelheit hinab. Eine undurchdringliche Finsternis. Dunkelheit öffnet jede Tür. Weiß und dumm und lüstern und asketisch. Es gibt keinen einzigen Weg auf dieser Welt, der nicht früher oder später in die Dunkelheit führt. Welch weise, wunderbare Worte. Mann, was für ein Mumpitz. Ich hatte auf eine Legende gehofft. Ein Gedicht vielleicht oder wenigstens auf ein altes Rezept. Ich will noch nicht betreten und vorher will ich da alles anschauen. It is done. My search was not in vain. Applause, please. Anything else? Es ist echt ein Schlaraffenrand hier. No stopping now. Mächtiger Zyklop. Zwei Zyklopen führen in ihrer groben Sprache ein hitziges Streitgespräch. Sie stampfen mit den Füßen auf den Boden, trommeln sich gegen die Brust, geifen und zetern und achten nicht auf ihre Umgebung, dich eingeschlossen. Versuchen ihre Sprache zu enträtseln.
Es klingt dir ein wenig von der Unterhaltung der Zyklopen zu verstehen. Meins nicht dir, brüllt der Zyklop und hebt seine geballte Faust. Ich habe ihn zuerst gesehen. Geh weg. Geh du doch weg. Ich gebe ihn nicht her. Angreifen. Grant you death. So, dann haben wir alles nur mit da. Okay, dann haben wir wirklich alles. Ich wollte gerade sagen, da wird eine Falle sein. Bevor wir reingehen, werde ich aber auf jeden Fall rasten. I can't stop thinking about the face of that poor woman we found in the Cyclops' tomb. A defaced sister, indeed. Who could have done that to her? The world is full of such terrors. Life is cruel. What is more surprising is the way you cling to it. So, ich würde sagen, perfekte Möglichkeit zu speichern. Und die Episode zu beenden, bevor wir uns in den Dungeon begeben. Ich hoffe, es hat euch wie immer Spaß gemacht und ihr seid schon gespannt, so wie ich, was den Dungeon uns erwartet. Bis dahin, ich wünsche euch was, euer Knupson, bye bye.